Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial-Video hier auf meinem Kanal in der Proxmox-Serie. In diesem möchte ich dir zeigen, wie du Docker in einem Linux-Container sauber installieren kannst, damit Docker an sich auch so gut wie es geht sauber funktioniert und alle Container, die du da drin zum Laufen bekommen willst, auch hoffentlich funktionieren. Es streiten sich wirklich sehr viele Leute drumherum, ob das natürlich jetzt Sinn ergibt oder nicht, denn wir haben ja einen Container, einen Linux-Container und Docker ist auch ein Containersystem und ein Container im Container ist jetzt nicht unbedingt so geil und führt gerne mal zu Problemen. Das ist genauso dämlich wie eine VM in einer VM zu betreiben. Allerdings ist es ja der Vorteil, ein Linux-Container ist sehr schlank und kann auch sehr performant sein. Und ab und zu hat man halt den Fall, dass ein Docker-Container einfach von der Installation her dann doch einfacher ist und etwas schneller als das Ganze von Hand zu installieren. Daher bietet es sich ab und zu mal an, einen Docker-Container in einem Linux-Container zu installieren. Wie gesagt, ob das jetzt Sinn ergibt oder nicht, das lass mal andere entscheiden. Ich zeige dir einfach nur einen Weg, wie man eben seinen Linux-Container korrekt aufsetzt und mit den passenden Tools ausstattet, damit eben Docker darin einigermaßen gut funktioniert. Ich sage einigermaßen, denn ich bin selber auch schon auf Probleme dann gestoßen, habe dann ein paar Funktionen aktiviert und dann sind diese Probleme weg gewesen. Ich kann aber nicht garantieren, dass alle Probleme weg sind. Daher immer ein bisschen vorsichtig damit unterwegs sein, wenn es zu Problemen kommt, gegebenenfalls doch eine virtuelle Maschine installieren. Um eben jetzt einen Container passend einzurichten, gehen wir hier hin und richten uns erstmal einen Linux-Container ein. Also gehe ich hier mal auf meinen Host, sage dann hier, ich brauche einen neuen Container, benenne den einfach mal Container Docker Tutorial, gebe dann hier ein Passwort an. Und achte jetzt hier im ersten Schritt darauf, dass der Haken unprivilegierter Container und Nesting sitzt. Gehe dann hier auf Vorwärts, wähle hier noch mein Template aus. Ich mache das Ganze jetzt hier mal mit Debian 11. Ich habe von anderen schon gehört, die haben dann mehr Erfolg gehabt, wenn sie hier das Ubuntu-Image nutzen. Könnt ihr gerne mal ausprobieren, was bei euch besser funktioniert. Ich mache das Ganze jetzt hier einfach mit Debian 11. Gehe dann hier auf Vorwärts, weise dem Ding dann mal kurz 20 GB zu. Machen wir mal 4 CPU-Kerne, 1 GB RAM und bei Netzwerk sage ich hier einfach mal, er soll sich die IPv4 über DHCP und IPv6 über Slack besorgen. Gehe dann hier auf Vorwärts, DNS-Server soll er übernehmen und bestätige mal das Ganze. So, sobald das durch ist und wir hier Task OK haben, können wir das hier wieder schließen. Und bevor wir jetzt den Container starten, gehen wir hin. Drücken den hier an und gehen dann hier auf die Optionen. Hier haben wir dann den Bereich Features und hier machen wir einfach einen Doppelklick drauf. Und wir haben jetzt ja eben gerade bei der Einrichtung das Nesting aktiviert, deswegen sitzt hier der Haken. Und damit eben alle anderen Sachen sauber mehr oder weniger funktionieren, müssen wir einfach jetzt hier den Rest einfach auch aktivieren. Also das anhaken, das und das. Die anderen beiden, also NFS und Samba bzw. CIFS können wir hier jetzt nicht anhaken, haben wir nicht drin. Das macht aber nichts. Drückt dann hier auf OK und dann haben wir auch soweit alles eingerichtet, was wir am Container selber tun müssen. Das war es in der Regel jetzt schon. Dann in die Konsole gehen, den Server kurz starten und mich dann anmelden mit dem Root-Account. Dann das ganze Ding einmal kurz updaten lassen. So, und sobald wir eben alle Updates dann drauf haben, können wir ganz normal Docker installieren. Ich gehe jetzt hier nur kurz hin und mache das Ganze dann hier über die NoVNC-Konsole, weil ich hier eben eine Zwischenablage habe. Da muss ich den ganzen Krempel nicht abtippen. Mache die hier einfach kurz auf. Und dann installieren wir hier erst noch kurz curl und git. Schick das Ganze hier kurz ab, damit er das kurz installiert. Sollte nicht allzu lange dauern. So, und soweit das dann drauf ist, können wir hingehen und das Docker-Installationsskript ausführen. Ich nehme das lieber, als hier die ganzen Sachen direkt über die Repositories zu machen, weil dann bindet er auch das Docker-Repository, glaube ich, mit an. Fügt das also hier rein und nur als Information, ich kann es hier mit dem Mausrad klicken einfügen. Dann landet das automatisch hier drin, kann das dann abschicken und Docker sollte dann installiert werden. Das kann eben auch wieder, je nachdem wie schnell dein Rechner eben ist, einen kleinen Moment Zeit in Anspruch nehmen. So, und zur Vervollständigung machen wir das Ganze jetzt noch kurz mit Docker Compose. Das brauchen wir ja auch immer ab und zu mal. Also holen wir uns das noch. Das müssen wir jetzt hier nur direkt mit der Versionsangabe hier
herunterladen und mit der passenden CPU-Architektur-Version. Dann werden wir eben einen Befehl abschicken, wo das Ganze dann automatisch ausgibt. Dann kommt hier raus, ja, du benutzt den Proxmox-Kernel und dazu gibt es keine passende Version. Deswegen müsst ihr das Ganze hier von Hand angeben. Hier in meinem Fall benutze ich ja eine x64-Plattform. Also ist das hier mein richtiges Paket. Und wenn ich das dann so direkt von Hand angebe, dann funktioniert das Ganze auch. Also fügen wir das hier noch kurz ein. Schicken das ab. Und sobald das durch ist, machen wir das ganze Ding noch kurz ausführbar. Einfügen, abschicken. Perfekt. So, jetzt kann ich das ganze Ding hier wieder schließen. Machen wir hier mal das Fenster neu auf. Dann sieht es ein bisschen netter aus. So, wir können dann nachgucken, ob Docker funktioniert. Mit System, CTL, Status, Docker. Dann kriegen wir hier angezeigt, ja, jetzt läuft es auch. Perfekt. Es kann jetzt auch sein, wenn man eben das Nesting und so weiter nicht sauber aktiviert hat, dann funktioniert nicht mal das. Das habe ich auch schon in Vergangenheit geschafft mit LXC-Container, dass Docker eben darin dann so überhaupt gar nicht starten wollte. Hier funktioniert es jetzt. Und dasselbe Spiel gucken wir mal nach mit Docker Compose. Dort können wir ja die Version abfragen. Mit minus minus Version. Und dann kriegen wir jetzt hier eben als Ausgabe, wir haben Docker Compose in der Version 2.11.2 installiert. Perfekt. Damit sollte eigentlich jetzt auch bei dir Docker im LXC-Container einigermaßen laufen. Wie gesagt, es kann immer zu Problemen kommen, die ich jetzt hier nicht vorhersehen konnte. Es wäre super, falls du deine Probleme dann gelöst bekommst, wenn du eben deine Tipps und Tricks noch kurz unten in die Videobeschreibung oder bei mir unten auf der Homepage in den Kommentarbereich dazu packst, weil dann haben wir einfach eine gute Anlaufstelle, falls andere auch diese Probleme haben, damit die eben diese schnell und einfach lösen können. Ansonsten, wenn es nicht funktioniert, nutz eine virtuelle Maschine. Darin funktioniert dann Docker in der Regel wirklich sauber. Damit sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat geholfen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, dann lass das Däumchen nach oben da. Hinterlass ein Abo, dann verpasst du keine weiteren Videos mehr. Und empfehle natürlich den Kanal an deine Freunde weiter, soweit die auch Docker in Gang bringen wollen mit ihrem Linux-Container. Bis dahin, hau rein!